Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst. Ein Gefängnis für deinen Verstand. Yo, servus und ganz herzlich willkommen auf dem Marcel Herzog Kanal. Ich habe heute mal wieder das Thema Online-Dating mitgebracht. Ich weiß, ein paar von euch fuck ich wahrscheinlich schon langsam damit ab. Es ist allerdings so, dass doch sehr viele Männer, so wie ich das zugetragen bekommen habe, sich doch für Online-Dating interessieren. Deswegen möchte ich natürlich auch die Männer begleiten und ihnen einfach auch Tipps geben und wahrscheinlich sogar bessere Tipps wie 90% der anderen Dating-Coaches auf YouTube. Das ist auf jeden Fall mein Anspruch. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren sagen, ob ich das geschafft habe oder nicht. Ich starte jetzt am besten einfach mal direkt rein. Also, wichtig ist aus meiner Sicht, dass ihr immer auch auf der Straße unterwegs seid, dass ihr einfach auch rausgeht, dass ihr Frauen im Alltag ansprecht und dass ihr in der Lage seid, Frauen auch kennenzulernen. Ja. Das Verhältnis auf Online-Dating-Plattformen ist einfach so unfassbar ungerecht, dass ihr einfach auch ein falsches Bild, einen falschen Wert von euch in Online-Dating-Plattformen suggeriert bekommen werdet. Ja. Jedes 57. Match führt im Schnitt zu einem Date. Die absolut hübschesten 10-20% der Männer, ich würde sogar sagen, wahrscheinlich sind es eher 10-20% der Männer, bekommen auch viele Matches von Frauen und viele Angebote. Der Rest geht in der Tendenz leer aus. Frauen wird ein viel, viel höherer Wert suggeriert, weil eben viel mehr Männer anschreiben und viel mehr Männer aktiv sind auf der Suche in solchen Partnerportalen. Und Männer wird dementsprechend natürlich auch ein ziemlich schlechtes Selbstbild suggeriert in solchen Apps. Deswegen, weil einfach der Aufwand, die Effizienz sich nicht rechnet im Verhältnis zum Ertrag, empfehle ich grundsätzlich eigentlich immer andere Dinge. Aber nichtsdestotrotz ist es mir trotzdem wichtig, dass ich euch hier nicht fallen lasse und euch begleite und euch hier unterstütze, in dem Sinn, dass ich euch eben zeige, wie ihr euer Dating-Profil richtig aufbauen könnt. Also, das Wichtigste ist natürlich der erste Eindruck. Ja, bei den meisten Profilen wird eine Frau nicht weiter nachschauen, wenn das allererste Bild sie nicht schon mal direkt flasht. Ja, und da ist es eben wichtig, dass hier alles passt. Ja, aber bevor wir zum ersten Bild kommen, möchte ich erstmal 5 Tipps euch geben, wie ihr generell euer Profil, eure Profilbilder aufbauen solltet, damit es insgesamt klappt. Ja. Punkt Nummer 1, ihr solltet immer auf jedem Bild versuchen, eure Stärken auszuspielen. Ja. Das heißt, ihr müsst erstmal eine ordentliche Selbstwahrnehmung haben. Ihr solltet wissen, seid ihr im BMI sehr weit oben, im Übergewicht oder eben im Untergewicht. Ist euer Bodyfat gut? Habt ihr Stärken? Ist euer Gesicht sehr markant? Oder habt ihr schlechte Zähne oder sonstiges? Oder Haarausfall? Keine Ahnung. Ja. Das ist wichtig, dass ihr erstmal eine wirklich schonungslose Bestandsaufnahme macht. Und zwar nicht, indem ihr eure Mami fragt oder irgendwie einen Kumpel, sondern das sollte wirklich im besten Fall natürlich über das Look und Game Maxing von mir passieren. Da habt ihr dann auf jeden Fall hier eine detaillierte Analyse, was an euch gut und was an euch schlecht ist. Und das ist im Prinzip der Aufbau. Natürlich kann man auch entfernte Bekannte fragen oder Leute, die halt wirklich sehr reflektiert und sehr fair an die Sache rangehen und bereit sind, schonungslos euch die Wahrheit auch ins Gesicht zu sagen. Wenn ihr wisst, was eure Stärken und was eure Schwächen sind im Aussehen, ja, dann solltet ihr die Bilder genau danach selektieren. Das heißt, wenn ihr einen sehr hohen BMI habt, einen sehr niedrigen BMI, dann müsst ihr eben Licht in den Bildern, so muss das Licht entweder durch Zufall so gesetzt sein oder insgesamt solltet ihr das Licht so setzen, dass ihr eben schlanker oder etwas fülliger rauskommt, dass es eben insgesamt passt. Dann Punkt Nummer 2, achtet auf den Hintergrund. Ja, das ist wichtig, dass da eben kein Müll, kein Dreck oder irgendwelche verransten Sachen rumliegen. Ja, irgendwie die Ex-Freundin oder sowas. Und ihr solltet wirklich alles rausholen. Das heißt, Empfehlung, es gibt auch auf Fiverr zum Beispiel Leute, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, Bildbearbeitung zu machen an
euren Dating-Profilbildern. Ja? Auch hier kann man mal drüber gehen. Die sind ja alle auch gerated. Dementsprechend kann man auch darauf zurückgreifen. Ja? Wenn das Frauen machen, warum sollten das Männer nicht auch machen dürfen? Ja? Hier mit dem Filter oder mit Sonstiges hier ein bisschen nachzuhelfen an der einen oder anderen Stelle. Viertens, die Qualität sollte auf jeden Fall on point sein. Kann man es gleich vergessen. Ja? Und fünftens, was man auch auf jeden Fall tun kann, ja, wir haben jetzt den einen Punkt, wo man präventiv quasi schon guckt, was sind die Stärken und die Schwächen im Aussehen von einer Person und wie kann ich die am besten dann auch in Szene setzen. Und wenn man jetzt die Qualitätssicherung am Ende der Nahrungskette dann nochmal machen will, dann hat man ja hier die Möglichkeit, zum Beispiel A-B-Tests zu machen, indem man zum Beispiel ein Profilbild reinsetzt, mal einen Monat swiped und guckt, was da rauskommt, rein dann von der Zahlenmenge oder dann ein zweites Profilbild reinsetzt und das dann einfach vergleicht. Also sprich, testen ist hier auch eine sehr, sehr effektive und effiziente Methode. Was man auch natürlich hat, man hat auch so, es gibt auch so Bewertungsplattformen, da geht allerdings manchmal auch die Meinung ein bisschen auseinander. Ja, also das muss man mit Vorsicht immer betrachten, Bewertungsplattform, weil sowas wie Fotofeeder oder Jodel sind zum Beispiel welche. Kann auch sein, dass hier die KI ein bisschen was macht oder Frauen halt nicht reflektiert genug daran gehen, weil wenn du eine Frau zum Beispiel fragst, findest du, keine Ahnung, nette Männer gut, ja, auf jeden Fall, ein netter Mann sollte auf jeden Fall gut sein, aber das spiegelt oftmals ja dann auch trotzdem nicht die eigentliche Selektion wieder, ob sie diesen Mann dann auch heiß findet, ja. Das heißt, hier ist manchmal eine Gap und hier muss man dann manchmal aufpassen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein kleines Hundebaby auf dem Arm hast, dann kann das eine Frau zwar süß finden, aber das heißt noch lang nicht, dass sie dich dann heiß findet, ja, als Person. Und dementsprechend gibt es eben kein Match, auch wenn sie vielleicht kurz mal Oh gesagt hat zu dem kleinen Welpen und positive Emotionen hatte. Gut, dann kommen wir jetzt zum Hauptbild. Und das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das Hauptbild ist ja das, worauf sich alles konzentriert. Ja, die Frau wird ja überhaupt gar nicht weitergehen, wenn eben dieses Hauptbild nicht passt. Ja, und hier kann ich nur empfehlen, das mit einem Fotograf machen zu lassen. Es sollte aber nicht dieses cleane Studio-Feeling sein, das auf diesem Bild rüberkommt, sondern es sollte eher das Feeling von einem Schnappschuss aufkommen, ja, dass man quasi irgendwo unterwegs ist, irgendwo vielleicht in einem Supermarkt oder sonstiges. Also irgendwie, dass der Fotograf es irgendwie schafft, dich so zu inszenieren, dass es nicht wirklich so aussieht, als wärst du jetzt in einem Fotostudio, ja, also nicht zu sehr nach Hochglanzmagazin oder sowas, ja. Und es sollte schon im Format von einem klassischen Porträt sein, das heißt, die Füße können drauf sein, können aber auch abgeschnitten sein, ja, also ab der Gürtellinie ist auch völlig in Ordnung, bis dann halt so, dass dein Kopf auch vollständig drin ist, ja. Ich empfehle auf jeden Fall einen Fotograf, weil das einfach zu wichtig ist, um das selber zu machen. Und wenn du das selber aber machen möchtest, dann mach auf gar keinen Fall ein Selfie, mach auf gar keinen Fall eine Mütze auf oder eine Sonnenbrille. Du musst auf diesem Bild wirklich komplett auch richtig erfassbar sein. Und wenn du wirklich das selber machen möchtest, dann musst du dich auch sehr, sehr gut mit Beleuchtung und sowas auskennen, einfach damit deine Stärken und deine Schwächen auf dem Bild halt auch wirklich sehr gut ausgeglichen werden können und Stärken rausgestellt und Schwächen kaschiert werden. Ja, das ist ja das, was Frauen permanent machen, weil die drehen sich dann ins Licht rein. Das Licht ist dann gedämpft oder es ist stark oder sonstiges. Man nutzt dann die entsprechende Kleidung und so weiter. Geht jetzt einfach auch wieder viel zu weit. Letztendlich musst du aber wirklich sehr gute Kenntnisse haben, was Porträtfotografie angeht, weil du in aller Regel nicht an einen professionellen Fotograf rankommst. Ja. Hartes Licht macht meistens einen Mann auch noch männlicher. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt vielleicht noch an der Stelle. Genau, keine Selfies, keine Sonnenbrille, keine Kopfbedeckung. Dann alleine da drauf, das ist auch klar. Ja, guck in die Kamera, das ist auch wichtig. Ein natürliches Lächeln, aber keine Zähne zeigen. Ja, also alles das, was ich jetzt auch sage, sind auch aus Studienergebnisse heraus die Kenntnisse, die mit meiner Erfahrung, auch mit meinen Coaching-Kunden übereinstimmen. Ja. Schau in die Kamera,
zeig keine Zähne, versteck dein Gesicht nicht hinter Mütze oder Sonnenbrille. Kleidung, also ich würde weder einen Anzug empfehlen, noch jetzt die absolute T-Shirt-Freizeitkleidung. Wir gehen hier ja in den sozioökonomischen Status rein, wenn wir jetzt mit Hemd, Poloshirt oder sonstiges arbeiten, und genau das ist eigentlich das Richtige, ja, dass du quasi so einen Casual-Look hast, der weder jetzt zu straight mit Anzug ist, weil das wirkt manchmal ein bisschen zu steif und lächerlich, ja, auch ein bisschen zu aufgesetzt, aber da leicht drunter, indem dann halt die Krawatte weg ist, das Hemd offen, vielleicht ein T-Shirt unter ein Sakko oder sowas, sowas kann schon ganz gut dann auch ankommen. Und der absolute Geheimtipp, was ja tatsächlich auch also die Like-Wahrscheinlichkeit um 106% dann nochmal steigert, ist tatsächlich Schwarz-Weiß-Bilder im Profilbild. Vielleicht ganz kurz an der Stelle, ich habe ein Buch dazu geschrieben, da steht auch einiges drin zu diesem Thema, und habe da natürlich auch einige Studien dann auch drin nochmal verlinkt, und das spiegelt quasi auch die Erfahrung aus dem Buch letztendlich dann auch wieder. Dann Bild Nummer 2, ganz wichtig, dass du hier auch ein starkes Charakterbild hast. Also wenn du am Anfang die Emotionen, also am Anfang erzeugst du nicht viel Emotionen, da pusht du quasi einfach nur den ersten Eindruck raus und guckst, dass die Frau quasi hier erstmal gefesselt wird. Das Schwarz-Weiß-Bild fesselt ein bisschen, weil irgendwie, ich glaube, nur 3-6%, wenn mich nicht alles täuscht, der User Schwarz-Weiß-Bilder haben, aber trotzdem eben diese signifikant höhere Like-Rate. Dementsprechend ist es ein Eye-Catcher, und hier hast du halt die Möglichkeit, wenn wirklich alles andere dann auch passt, dass du das Like dann definitiv oder das Match dann auch bekommst. Beziehungsweise da geht es noch nicht so krass um das Like oder das Match, sondern hier geht es ja darum, ob sie dann nochmal das Profil öffnet und dann weitergeht. So. Und wenn sie dann weitergeht, dann ist es eben wichtig, dass du dann bestimmte Anziehungsfilter, also die Frau filtert ja nicht nur auf das Aussehen, sondern möchte hier natürlich dann auch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen haben. Und da geht es dann um Persönlichkeit, sozioökonomischer Status und um Kommunikationsskills, die dann gefiltert werden. Ich habe dazu ein Attraction-Video gemacht, verlinke ich euch mal in der Infobox, da seht ihr, worauf Frauen filtern. Man hat natürlich dann auch nochmal den Punkt mit dem Alter, und der wird hier auch nochmal wichtig, weil Frauen zwischen 15 und 25 tendenziell eben eher auf das Aussehen, auf Mr. Sexy, auf Alpha-ness filtern, während Frauen ab 25 bis 35 und auch tendenziell das höhere Alter eher auf einen Versorger filtern, ja, der halt hier auch insgesamt halt einen guten Job und auch sozioökonomisch gut dasteht. Das heißt, das zweite Bild soll ein Charakterbild sein, wo du dann entweder deinen Beruf ausübst oder irgendwelche Hobbys, und wo Emotionen gezeigt werden. Emotionen sind bei Frauen immer wirklich eine sehr, sehr gute Geschichte. Und das Geile, was du da natürlich machen kannst, ist, indem du mit deinem Hobby, mit einem Schnappschuss einfach hier Fun auch verbreitest und zeigst, dass du eben ein typisch der von der Persönlichkeit her auch so ein bisschen dieser Draufgänger typisch. Das heißt, gerade wenn das eben Hobbys sind, dann sollte das eben nicht irgendwie Schach spielen oder einfach nur, keine Ahnung, Mau Mau oder sowas sein, sondern man sollte hier schon zum Beispiel tauchen, schwimmen, Fallschirmspringen, Motorrad fahren. Das sind so die typischen Bad Boy-Geschichten. Man könnte natürlich auch Golf spielen oder sowas, also dann eher so ein bisschen was Dekadentes oder Boot segeln, Yacht, keine Ahnung, sowas in die Richtung machen, surfen, weil man hier natürlich typische Klischees auch bedient, wo die Frau sofort dich quasi in eine bestimmte Schublade mit einordnet und eben diese Emotionen sofort auch verspürt, ja. Das heißt, Tauchen oder Surfen ist halt sofort verbunden mit Sonne und gibt sofort auch positive Emotionen raus, ja. Man muss natürlich auch immer gut auf diesem Bild aussehen. Das ist natürlich auch eine wichtige Geschichte. Und um dann nochmal zum nächsten Punkt zu kommen, also das heißt, wir haben jetzt das Hauptbild, ja, wo du drauf bist, eher im Porträtformat. Wir haben das Bild Nummer 2, also eher das Charakterbild, das dann eher ein Schnappschuss ist, wo dann aber zusätzlich auch entweder der sozioökonomische Punkt gepusht wird oder eben die Alpha-Sexiness, wo dann eher vielleicht mit einem nackten Oberkörper und eventuell auch nochmal ein bisschen Muckis und leichte Bräune besser kommt. Dann kommt Nummer 3, ja, das ist der sozioökonomische Status, der hier dann auf jeden Fall rein muss mit
nochmal einer anderen Facette, nämlich in dem Fall wäre es mit Freunden, ja, dass man zeigt, hier ein sozialer Typ, plus auch hier nochmal eine Uhr, ein Auto, irgendwas, vielleicht eine, ja, von einem Vier-Sterne-Hotel irgendwie schön die Lobby oder so irgendwas drauf, wo einfach zeigt, dass auch nochmal eine andere Emotion kommt und dass man hier einfach auch ein Typ ist, der, ja, gewisse Ressourcen einfach auch hat und zur Verfügung stellen kann. Das ist ja das, worauf Frauen ganz, ganz häufig selektieren. Ja, es muss die Ressource nicht selber da sein und dir gehören, aber man muss den Eindruck vermitteln, dass du quasi diese Ressource anschaffen könntest, wenn du wolltest. Man kann da auch ein Buch lesen, ja, auch möglich. Aber was halt scheiße kommt, ist, wenn du wie so ein kleiner Touri irgendwo mal einen Lamborghini gesehen hast und jetzt stellst du dich neben diesen abgeschlossenen Lamborghini und lässt dich fotografieren von deinem Kumpel. Sowas geht natürlich gar nicht, weil hier jeder sofort kapiert, dass das nicht dein Auto ist, ja. Und bevor du jetzt versuchst, auf Krampf Status aufs Bild zu bekommen, ist es viel, viel besser, wenn du den Status elegant versteckst. Das ist ja auch quasi die Charakteristika dieser typischen DHV-Geschichte, also Display High Value. Das ist eine Pickup-Technik, die ja auch besagt, mach's durch die Blume und press es der Frau nicht aufs Auge, ja, weil sie viel interessierter daran ist, ein Beta, also ein Alpha aus einem Beta Schafspelz zu identifizieren, als eben einfach ein Beta vor sich zu haben, der auf Alpha macht. Ja, das wird nicht funktionieren. Und dann kommen wir zum letzten Bild und das ist auch das vierte Bild und das ich hier an der Stelle auch empfehle. Und hier geht es um Preselection. Ja, leider kommst du da einfach nicht drum rum. Ja, der stärkste Pussy-Magnet ist einfach, den es gibt, ist einfach so, sind andere Frauen. Ja, wenn eine Frau dich als Mann selektiert hat, dann werden andere Frauen dich sofort viel, viel höher einranken, als dir lieb ist. Das heißt, also da sind wir jetzt in der Pickup, im Pickup-Thema Preselection drin. Das heißt, die Vorselektion, wenn Frauen, andere Frauen dich attraktiv finden, ist die Wahrscheinlichkeit unfassbar viel höher, dass auch die Frau, die gerade das Bild anguckt, dich auch attraktiv findet. Also das heißt, guck, dass du mit hübschen Frauen Bilder machst. Das Wichtige ist allerdings, und da kommen wir jetzt zum dem Thema, das viele, viele, viele falsch machen, wenn sie eben so ein Bild machen. Die Frauen müssen auch in diesem Bild die Message senden, dass sie quasi auf dich fokussiert sind. Ja, und das ist nicht so einfach, weil viele Frauen sofort auf dem Bild anfangen zu posen. Ja, und dementsprechend wandert der Fokus auf die Frau und du wanderst auf dem Bild eher in den Hintergrund. Und wenn eine Frau dir auf dem Bild, also wenn jetzt da drei Frauen stehen und dir alle die kalte Schulter zeigen, ja, dann ist das Bild ein Witz, also dann ist das Bild ein Scheißwert, dann interessiert es kein Mensch. Aber wenn diese Frauen auf diesem Bild sich vielleicht nach dir umdrehen, die Körpersprache zeigen, dass sie sich dir gegenüber öffnen, dann hast du genau das erreicht, was man machen sollte oder was passieren sollte, wenn du auf dem Bild deinen Status auch wirklich voll entfalten willst. Sozialer Status ist sexy, ist klar, Preselection pusht und dieses Bad Boy-Image, das man dann mit dem Hobby, mit dem Bike oder sowas auch gut verbinden kann, ist auch eine gute Geschichte. Wenn du Tattoos hast oder sowas, zeig das ruhig auch dezent, ja, in Verbindung mit einem Anzug kommt das auch verdammt gut, weil es auch hier nochmal so einen kognitiven Reiz auslöst, was ja auch zum Beispiel im Marketing sehr gut ankommt. Ansonsten, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich habe jetzt keine Erklärbär-Präsentation oder sowas gemacht. Ich habe mir das jetzt einfach hier als Liste aufgeschrieben, einfach runtergelesen. Teilen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn dir das Ganze gefallen hat. Ah ja, genau. Und dann habe ich noch fast vergessen. Wenn du möchtest, dass wir nochmal Bestandsaufnahme bei dir machen, dass wir mal deine positiven und negativen Eigenschaften im Aussehen auswerten, dir Tipps und Tricks und Möglichkeiten an die Hand geben, wie du zum einen dein Game, also dein Inner Game, dein Game verbessern kannst und auf der anderen Seite auch deine Looks verbessern kannst,
dann kannst du dich einfach mal bei uns melden auf eine kostenlose Beratung. Wir haben unterschiedliche Coaching-Programme. Unter anderem arbeiten wir ja auch mit internationalen Black-Pillern, wie zum Beispiel dem Wheat Waffles zusammen, der uns hier auch aktiv unterstützt mit Look und Game Ratings, Maxings. Einfach unten auf den Link klicken, in die Videobeschreibung eintragen für einen Termin. Dann besprechen wir alles Weitere. Dann zeige ich nochmal mein Buch in die Kamera. Für alle, die ein bisschen lebensmüde sind oder die gewisse masochistische Veranlagungen haben und Online-Dating wirklich exzessiv treiben wollen, genau das Richtige. Und ja, dann sage ich mal ciao. Bis dann.